Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zurück zum wundervollen neuen Part von Pokémon Glace. Nachdem es im letzten Part eventuell zu dem einen oder anderen unschönen Todesfall gekommen ist, welcher dafür gesorgt hat, dass wir nur noch ein Pokémon haben, und zwar das gute Ratatatatata Nomnomso. Bullshit! Nein! Nein! Nomnomso, nicht Nomnomso, welches ich auf Level 12 trainiert habe. Ja, nachdem es dazu gekommen ist, weiß ich nicht, ob es vorteilhaft war, würde ich mal sagen. Wir sind erstmal in einer neuen Stadt angekommen, wo es eine Arena gibt und was noch wichtiger ist, eventuell werden wir uns erstmal von allen Gebäuden fernhalten und vielleicht irgendwo, wenn das irgendwie möglich ist, versuchen, ein Pokémon zu fangen. Ich meine, ich weiß Nomnom so ja wirklich zu schätzen und so, aber... Das ist übrigens eine große Stadt. Gott, ich hätte echt gern ein anderes Pokémon. Das wäre ziemlich super. Da oben ranzukommen, brauche ich Zerschneider. Gibt's ne? Nein, gibt's keine andere Möglichkeit. Und hier unten? Da unten haben wir schon was gefangen. Das ist nicht vorteilhaft. Ich will irgendwo ein Pokémon fangen. Aber gut, ich würde mal sagen, wir suchen erstmal die Stadt zu erkunden. Ich denke, das ist ein guter Anfang. Ja, okay. Deine Mutter läuft ja über Zebrastreifen oder über die Kreuzungen, was auch immer. Ziemlich silly, finde ich auch. Ja, okay. Gibt es hier auch irgendjemanden, der irgendwas Spannendes zu erzählen hat? Ich glaube, ich quatsch mal alle... Was? Warum hat die gesagt, ich muss raus? Okay, ihr beiden seid ziemlich nervös. Okay, ich sehe schon. Ich glaube, ich lege mal alle Leute an, in Hoffnung, dass die mir coole Items geben. Vielleicht schenkt mir auch jemand ein Pokémon. Das wäre ziemlich super. Sparky! Geh mir nicht auf den Sack mit Sparky, Alter! Ich habe keine Zeit dafür. Ich muss... Pokémon fangen. Wirklich, es ist wichtig. Hallo, Mudkip! Was? Ich sag's, ich schwöre, wenn sonst so, wenn noch irgendjemand sagt, er mag mich, ich kill ihn, ich bring ihn um, ja, versteht schon. War nicht meine beste Übersetzung. Mögt ihr Mudkip? Nein? Okay. Das ist eine Lüge. Sparky ist ein Elektro-Arena-Leiter, okay? Bootshaus. Kann ich nicht eventuell mit irgendeinem Boot schon mal losfahren? Hi. Okay. Okay. Kann ich also beide nicht. Das ist nicht vorteilhaft. Das ist absolut nicht das, was ich wollte. Wie sieht's aus? Okay. Ihr seid also der Shop hier, oder? 500! Fuck, ich habe nicht genug Geld. Ich habe nicht genug Geld. Okay, wir müssen irgendwas verkaufen, Leute. Und wenn wir irgendwas verkauft haben, dann können wir mit dem Boot irgendwo hinsegeln. Und irgendwo ist ganz genau mein Ziel für heute. Welcome! Ich würde gerne was verkaufen, Lady. Ich weiß aber leider beim besten Willen nicht was. Wie bekomme ich denn dafür? Verkauf mir die Teile. Ich werde eh nie verbrannt werden, hoffe ich jetzt mal. Oh Gott, ich weiß, was das nächste Pokémon mir für eine Statusveränderung zufügen wird, aber wir müssen ja echt wirklich super, super dringend raus, Leute. Ich muss nach wie vor noch ein anderes Pokémon fangen. Das ist so wichtig wie nichts anderes. Problem könnte jetzt nur sein, wenn mir die Pokébälle ausgehen. Ich hoffe einfach mal, dass alles gut geht. Yay, Serenity-Ticket. Achso, ich glaube, das Ticket bleibt dann auch bei mir. Gut, dann hat sich hier alles erledigt. Wenn ich es nicht jedes Mal neu kaufen muss, dann kann ich ja eventuell dann wieder... Nee, ich kann nicht zurück, wenn mir die Pokébälle ausgehen. Entschuldigung. Och, komm schon, ich habe ja noch ein Ticket gekauft. Ich dachte, ich kann jetzt mit euch irgendwo hinfahren. Hi. Das ist die Arena, ja, okay. Gehen wir oben ins Kraftwerk. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben... Oh mein Gott, ein Pokémon. Ein Pokémon! Pikachu. Na gut, Pikachu weiblich. Gut genug, würde ich sagen. Ist gut genug. Du wirst getackelt. Oh mein Gott, ich dachte, es stirbt. Okay, Pikachu. Nein, bitte keine Beere. Oh, du machst es mir so schwer, dich zu fangen. Oh, du machst es mir so schwer, dich zu fangen. Das glaubst du gar nicht. Bleib bitte drin, okay? Bleib bitte drin, bleib bitte drin. Das wäre so wichtig. Fucking Pikachu. Elektroschock, okay, ja. Ich habe auch nicht genug Pokébälle.
Ich habe auch nicht genug Geld für mehr Pokebälle. Ich mach mal... Nein, nicht Rutenschlag. Jetzt kann ich es auf keinen Fall mehr weiter schwächen. Außer es macht Heuler gegen mich. Nein, du kannst nur Rutenschlag. Du kannst keinen Heuler. Leute. Wie es aussieht, werden wir kein Pikachu fangen können. Ist nicht fantastisch? Es bleibt nicht drin! Warum bleibst du da nicht drin? Ruckzuckieb ist nicht so viel schwächer als Tackle. Ruckzuckieb wird es auf jeden Fall umbringen. Ja, aber was soll ich machen? Nächstes Pokéball wird es auch nicht drin bleiben. Fantastisch. Fantastisch! Okay, wir werden kein zweites Pokémon bekommen. Leute, war ein falscher Alarm. Wir bleiben bei Radfratz erstmal. Ist ja auch eine 1A-Wahl. Ich würde mir gar nichts anderes wünschen. Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt gerade in einer richtig beschissenen Situation bin, weil ich keine Pokebälle mehr habe, kein Geld mehr für Pokebälle, nirgendwo weit und breit Trainer sind und ich absolut nichts machen kann, um irgendwie noch ein zweites Pokémon zu fangen. Und ich jetzt hier rumhänge mit dem Radfratz und einfach komplett mit am Arsch bin. Nein, das ist nicht die Situation. Das ist das Gute daran. Und es ist auch auf keinen Fall so, dass ich Angst habe vor jedem weiteren Schritt, den ich gehen muss, weil ich mit meinem Radfratz kämpfe. Weil ich auch sagen muss, dass die anderen zwei Schnarchnasen auch nicht viel stärker waren, aber trotzdem. Ja, ja, Ruhe. Oh, wildes Pokémon. Wen haben wir denn? Ein Elekid. Wie schön. Auf Level 9! Okay. Also, Elekid hätte ich also wahrscheinlich fangen können, oder? Fick dich. Egal, gegen Elekid brauchen wir auch nicht kämpfen. Es gibt keine Erfahrungspunkte. Das ist ein Kack-Baby-Pokémon. Oh, und du willst kämpfen? Okay, kämpfen wir. Nein, das ist gut, wenn er kämpfen will. Das bedeutet, ich kann natürlich Geld verdienen. Und wenn ich Geld verdienen kann, dann bekomme ich es eventuell hin, mir eventuell irgendwann wieder Pokebälle zu kaufen. Wenn ich mir Pokebälle kaufen kann, dann bedeutet das wiederum, dass ich mir irgendwann demnächst auch wieder ein neues Pokémon fangen kann. Und mit demnächst meine ich, also noch ein bisschen dauern. Das hier ist aktuell Radfratz Abenteuer. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür, für diese Reise in die Welt. Das Radfratz. Ich meine, das Ratatata. Ratatatas Abenteuer. Oh Junge, das wollte die Welt sehen. Ich hoffe, die Welt ist bereit dafür. Ich glaube, ich muss ein Gegengift einsetzen, ansonsten sterbe ich auf dem Weg zum Pokémon Center. 219 Erfahrung. Oh, fuck, was? Du hast... Okay. Lass dich raten, das macht Lebensschelle. Ich muss schnell loswerden, bevor es Lebensschelle 30 Mal macht. Giftstachel, okay. Das ist auch nett. Ich sterbe. Okay, cool. Wie viele Tränke habe ich noch? Was ich gerade nicht habe. Oh, zwei habe ich noch. Okay, das ist mehr als ich dachte. So. Yay, sehr gut. Du kannst Giftstachel. Jetzt geh mir nicht auf den Sack. Ich muss mich von der Vergiftung heilen, denn die rafft mich schneller dahin als alles andere. Und das ist nicht gut. Was ist das? Okay. Natürlich. Natürlich habe ich kein Gegengift. Was denn auch sonst? Alles andere wäre ja zu einfach. Ja, ich habe kein Gegengift. Gut. Das heißt, es könnte sich jetzt als relativ schwer herausstellen, für mich nicht auf dem Weg zum Pokémon Center zu sterben, beziehungsweise überhaupt bis dahin zu überleben. Leg mich für vier an. Du änderst nichts daran. So, was kann denn Hyperzahn? Weil der mit der Hälfte der KP... Nein, okay. Oh, Hyperzahn ist so stark, okay. Wisst ihr was? Ich glaube, das Ganze kann jetzt doch noch was werden. Ich meine, der Hyperzahn... Alter. Okay, der Hyperzahn haut rein. Wisst ihr, Leute? Ich habe der Situation hier sehr, sehr pessimistisch entgegengeblickt. Und inzwischen muss ich sagen... Es könnte durchaus schlimmer sein. Es könnte durchaus schlimmer sein. Ich meine, dieses verdammte Radfratz. Es ist aktuell einfach mal verdammt stark. Oh, es war nicht cool. Halt den Mund. Ist okay. Zählen wir mit. Eins. Oh. Nein. Bitte kein wildes Pokémon. Oh, ein Magnetilo. Oh Gott. Ich muss mir gerade einen abhusten. Tut mir leid dafür. Aber immer noch nicht zum Trinken. Das ist schrecklich. So, Magnetilo. Ich habe keine Lust, jetzt dir an deine Schale zu durchbohren und da eventuell was rumzuschlürfen.
Denn ich muss zum Pokémon Center. Ich glaube, das war jetzt 6 oder 7 Mal. Schaffen wir es bis zum Pokémon Center? 6, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird, Leute. Ich weiß nicht, ob es sterben kann, wenn es nur noch ein, wenn es mein letztes Pokémon ist und nur noch ein KP hat. Wenn es nicht mein letztes Pokémon ist, dann kann es sterben, das weiß ich. Aber wie es sich jetzt verhält, ich weiß es nicht, deswegen, ich traue mich nicht. Es wird zu risky! Sind sie nicht bezaubernd, die, Wunder einer Nuzlocke-Challenge? Ich weiß, sind sie. So, wir haben 673 Poké-Dollar. Das ist eine super coole Sache, denn dafür könnten wir eventuell was Cooles kaufen. Ich bin auch selber schuld, im letzten Part habe ich viele dumme Fehler gemacht, die ich nicht hätte machen sollen. Vielleicht ist es auch ein Fehler, dass ich jetzt keine Tränke kaufe und nichts, aber ich möchte mein Geld ehrlich gesagt noch ein bisschen sparen. Weil ich habe das Gefühl, wenn der Gegner jetzt nicht unbedingt Magnetilo hat, welches super nervig wird, dann werden die mir und meinem Hyperzahn nicht allzu viel entgegenzusetzen haben. Und das ist für mich ziemlich, ziemlich gut. Hallo Fritzelblitz, das Elektriker heißt. Was geht ab? Du störst Rattatas Abenteuer? Leck mich. So, okay, wir bewegen uns ganz langsam vorwärts. Gut ist, dass Rattfratz aus jedem Kampf flüchten kann durch seine Fähigkeit. Das ist ungemein hilfreich. Ich meine, damit gehen die mir alle nicht auf den Sack. Und ich muss mich mit denen nicht beschäftigen, weil sie mir nicht auf den Sack gehen, weil ich jedes Mal flüchten kann. Gott, und ich hätte so unfassbar gern Elekid gefangen. Aber es sollte nicht so sein. Mein Rattfratz war einfach zu stark, um Pikachu zu schwächen. Wie gesagt, könnte einen schlechter treffen. Also wenn ein Pokémon zu stark ist, um ein anderes Pokémon zu schwächen, könnte aber auch weiter noch ein Problem sein für uns. Alter Hooligan! Der hat seinen Liebunkel raus. Das könnte ja weiter für uns ein Problem bleiben, denn wir müssen auch in Zukunft irgendwie versuchen, ein Pokémon zu schwächen. Und das geht nicht, wenn Rattfratz zu stark ist. Davor habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, dass das passiert. Weil ich kann es mir nicht leisten, noch ein Pokémon dann zu verpassen. Wir haben jetzt schon 2 Stück verpasst. Wir haben 2 gefangen und 2 habe ich nicht fangen können. Und das ist ein Problem. Oh, come on! Halt den Mund! Also Problem, das sollte nicht passieren. Denn die Pokémon sind wichtig für mich. Hey, wer ist denn der kleine Scheißer da? Der kriegt auf die Fresse von mir! Er wird bedient! Lass dich du, Pikachu! Moment, du wirst schon bedient. Ich hätte dich schon ein bisschen gerne im Team gehabt. Auch wenn du keinen Schal hast wie das andere. Und auch kein Cosplay-Pikachu bist, aber trotzdem. Okay, irgendwas ist hier entlang gelaufen. Und es war wütend. Das ist gut zu wissen. Interessiert mich nicht wirklich. Ich gehe weiter. Nom nom so. Wir flüchten nom nom so. Ich hätte ja ehrlich gesagt gerne ein Item, das die Trefferquote von nom nom so ein bisschen erhöht. Ich glaube, Großlinse war das. Das wäre ziemlich nützlich, damit der Hyperfang einfach eine Trefferquote von 100 hat im Idealfall. Damit könnte ich was anfangen. Du hast ein fucking Surua. Okay. Okay, warum nicht? Wird das jetzt zu einem Rattfratz? Oh nein, es hat Bedroher. Oh, die Attacke ging daneben, das war nicht gut. Okay, Verfolgung, das ist nicht stark. Fuck, das hat eine Menge Schaden gemacht. Stirb bitte, Surua! Oh Gott, das macht gerade mal die Hälfte Schaden. Oh Gott. Wäre der Hyperzahl jetzt daneben gegangen, hätte ich Probleme gehabt, weil mein Rattfratz dann gestorben wäre. Ah, ich habe Angst. Natürlich hast du noch eins. Fuck, und mein Angriff wurde zweimal gesenkt. Mach ich da am besten. Wir machen einen Hyperzahn. Und hoffen, dass wenigstens die Hälfte weghaut. Yes! Okay, okay. Ich habe viel riskiert und ich habe dafür gewonnen. Ronald, dang! Oh, come on, dang! Du bist ein Vollidiot, Alter. Wenn du Bescheid weißt. Ich muss zurück, Leute. Ich gehe kurz ins Pokémon Center, heil mich und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Okay, liebe Leute. Wir machen uns auf den Weg hier runter und ich hoffe, es wird nicht zu übel. Oh Gott. Ah, wer bist du? Ist gefährlich hier, schau mal darüber. Hey, das ist Schall Pikachu. Hallo Pikachu-Chu. Siehst du das Pikachu? Es hat's geschafft, die Kraftwerke, Turbinen wieder in Betrieb zu nehmen. Alter, ist Pikachu hardcore unterwegs. Du musst da raus, Alter.
Du suchst nach dem Arenaleiter, so ein Zufall, du bist der Arenaleiter. Oh Junge, das ist, was für ein Zufall? Sparky! Das ist aber ein schöner Name. Du klingst wie ein Hund. Hallo Sparky! Sparky! Okay, du kämpfst gegen mich in deiner Arena. Bin ich gut. Was geht mit dir, Pikachu? Okay, gibt's da rechts noch irgendwas? Gibt's hier irgendwas? Ja, ich möchte ihn pullen. Strom ist aus. Das war cool. Pikachu, was geht ab? Warum kann ich eigentlich... Oh, seit ich da unten war, kann ich mit Pokémon reden, oder? Kann das sein? Seit ich da in dem Schrein war... Ah, verdammt. Ich hätte es wissen sollen. Was? Was auch immer. Ich weiß, was die andere Hälfte davon nicht mehr war, was die war. Grammatik. Du, der mein Leben ruiniert und mich aus meinem Zuhause geworfen hat. Ich absorbierte die Elektrizität, um aufzuleveln. Und jetzt bekommst du Lektionen, die du niemals vergisst. Oh, Bullshit! Schon wieder gegen Schal Pikachu. So, wir sind immer noch in dem Kraftwerk. Das heißt, wir haben hier bereits Pokémon gefangen. Und das ist eine gefährliche, beängstigende Situation, Leute. Okay. Du hast immer noch die Kognitogeräusche. Das ist interessant. Und du machst Heuler. Das ist nicht so gut. Oh, der Hyperfang, ich liebe ihn. Hör auf, Heuler zu machen. Ich muss dich töten, Pikachu, Chuchu. Oh, der Hyperfang ist so gut. Ist das Donnerblitz? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Okay. Wir haben es geschafft. Ach, ich bin so verdammt müde. Ich bin so leid, dass du meine Träume ruinierst. Glaub mir, ich werde mich rächen. Okay, Schal Pikachu, wir sehen uns. Ah, du hast es wirklich geschafft. Wer hätte das gedacht? Jetzt kommt meine Arena, dann kämpfen wir. Ja. Okay. Gut, Leute, das war eine so verdammt knappe Situation. Ich will gar nicht drüber reden, wie unschön das war. Dieses Pikachu. Es hat einfach einen Donnerblitz gemacht. Mein Radfratz war fast tot. Beängstigend. Durchaus beängstigend. Aber das Gute ist, wir können jetzt auf jeden Fall hier sicher rauslaufen, weil Nonom so ja die Fähigkeit hat, dass es immer vor allem und jedem wegrennen kann. Deswegen hauen wir einfach ab und müssen uns nicht vorher extra heilen oder so, weil uns absolut nichts passieren kann. Das ist gut. Das ist super. Ich wäre natürlich auch nicht traurig, wenn ich irgendwo einem Shiny begegnen würde, weil ich es dann fangen könnte. Das wäre aktuell taktisch wirklich eine coole Sache für mich, wenn ein Pokémon einfach ein Shiny wäre. Wobei ich dafür mehr Pokebälle bräuchte. Ich weiß nicht, ob es wirklich so gut wäre. Gut ist aber auf jeden Fall die Tatsache, dass wir in der Arena dann ein bisschen Geld verdienen können, indem wir dann gegen Trainer kämpfen. Das heißt, für dieses Geld kann ich mir dann Pokebälle kaufen. Und für diese Pokebälle kann ich dann im Idealfall irgendwo ein wildes Pokémon fangen. Gott, was muss ich hier für Taktiken durchgehen? Das ist schrecklich. Ah, dieses verdammte Smetbo. Dieses verdammte Smetbo. Das ist einfach zu weit getrieben. Das ist einfach vollkommen übertrieben. Rein meine Pokémon-Lady. Und wir reden auch nicht über dein Damenbärtchen, das sich scheinbar bis hier in diesen inoffiziellen ROM-Hack durchgeschlagen hat. Das ist tragisch. Nicht back, ich möchte MOP männlich. Oh, siehst gut aus, Alter. Danke, Mann. Okay, 849 Pokémon, oder? Aber wenn 4 Pokébälle. Ich möchte jetzt mal eben schauen, ob ich vielleicht mit dem Schiff schon irgendwo hinfahren kann. Oder ich vorher erst die Arena machen muss. Ich weiß, was ich hoffe. Okay, du fährst mich nicht. Okay. Du auch nicht. Das Gute ist, von der Arena werden wir wahrscheinlich, oder nach der Arena werden wir irgendwo die VM-Zerschneider herbekommen. Und da können wir uns dann auf jeden Fall auch ein Pokémon fangen, weil ich da rechts so Gras gesehen habe, was wir mit Zerschneider zerschneiden können, um da hinzukommen. Also ich das Gras und den Baum davor. Ah, wer bist du? MOP männlich, das ist ein süßer Name. Shelly! GLS, Alter, ich bin nicht neidisch. Verzieh dich! Was? Okay, Shelly. Grün ist also deine Lieblingsfarbe, ich sehe schon. Okay, ein Endivia. Sollte nicht allzu schlimm sein. Hyperfang! Ich beiß es einfach. Ich beiß in die Birne da rein. Natürlich machst du Heuler. Du Miststück. Wir sagen dann einen Tackle. Alter, das war ein guter Tackle. Wisst ihr? Obwohl es ein Radfratz ist, ich bin so erstaunt, dass es halt echt gar nicht mal so kacke ist.
Ich meine, es reicht jetzt keine Bäume aus mit seinen starken Schneidezähnen, aber es steht kurz davor. Oh, Donnerwelle. Paraheiler habe ich ja habe ich. Ich meine, Paraheiler, der wird in der Arena schon fast ein Muss sein. Bam! Du bist so gehyperfangt! Okay. 210 Erfahrungspunkte, Level 15. Man entwickelt sich gerade, Fratz. Muss ich auch ganz dringend mal nachschauen. Das wäre sehr gut zu wissen. Entwickel dich jetzt. Na! Na, du bist so ein Anfänger! Ich hab dich unterschätzt. Denk nicht, dass du nochmal gewinnst. Verzieh dich, Lady! Ich muss ins Pokémon Center. Was ist das eigentlich für ein Gebäude? Bed and Breakfast, okay. Das ist, okay. Warum nicht? Aber gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, was diese Arena alles für uns bereithält, sehen wir dann im nächsten Part von Pokémon Glazed. Wir sind immer noch in Rattatas Adventure unterwegs und ich habe nach wie vor Angst vor jedem weiteren Schritt, den ich zu gehen gedenke. Denn es kann alles schief gehen. Wir brauchen so dringend ein zweites Pokémon. Oh Gott. Ciao.